da braucht man nicht drum rumreden. Das ist eine ziemlich schwache Vorstellung, die der DAX heute abliefert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Gestern ja dieser Rebound der US-Indizes. Der Dow Jones etwa nach schwacher Öffnung wegen dieser Nordkorea-Story mit dem größten Rebound seit Dezember 2016. Was macht der DAX daraus? Ein kleines, ein Mini-Plus. Man hält sich so knapp über der 12.000er-Marke, aber zeigt wenig innere Stärke, wenig Lust hier wirklich nach oben zu gehen. Insgesamt heute ein ziemlich umsatzschwacher Tag. Das war gestern anders. Heute fehlt so ein bisschen der Saft. Wir haben sehr starke Daten aus den USA gehabt. Den ADP-Arbeitsmarktbericht mit 237.000 Stellen, deutlich mehr als erwartet, etwa 50.000 Stellen mehr als erwartet. Auch der Vormonat nach oben revidiert, allerdings fast wieder nur Dienstleistungsjobs, die hier geschaffen wurden. Wir haben dann das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal gesehen aus den USA, die zweite Veröffentlichung, und die war deutlich besser mit plus 3,0% auch als erwartet. Die realen Verbraucherausgaben, also der Konsum, besser als erwartet. Eigentlich alles schick, eigentlich alles wunderbar, könnte man erwarten, dass die Märkte nach oben schießen, aber dem ist nicht so, weil schlichtweg wohl das Ganze natürlich dann eine Steilvorlage für die Fed ist, zu sagen, na seht ihr, ist doch alles wunderbar, dann machen wir einfach weiter mit der Straffung der Geldpolitik. Das ist so das Element, das so ein bisschen eindämmt, das eine Element. Das andere ist der Maestro Donald Trump, der es natürlich nicht hat lassen können, nachdem er gestern geschwiegen hatte auf Twitter, heute zu sagen, ja, mit Nordkorea, da ist sozusagen keine Zeit mehr für Gespräche, so eine latente Kriegsdrohung, das hat die Wall Street, naja, ein paar Minuten, sagen wir mal, beeindruckt, dann nicht mehr. Das ist so im Wesentlichen das, was heute passiert ist. Wie gesagt, es ist nicht wie gestern, wo ziemlich viel Action ist, wo wir diesen unglaublichen Rebound gesehen haben. Wir gehen jetzt langsam in den September, am Montag ja Feiertag in den USA, der Labor Day. Und danach, dann geht es meistens mit dem Volumen erst wieder richtig nach oben. Circa 15% durchschnittlich ist der September Umsatz stärker als der August an der Wall Street. Und das Interessante ist, der Dow Jones, der seit 1896 ja ermittelt und berechnet wird, der hat durchschnittlich seit 1896 im September eine Performance von minus 1,05%, mit Abstand der schwächste Monat für den Dow und für die US-Indizes insgesamt des Jahres. Die anderen Monate sind durchschnittlich alle positiv in den letzten, ja, gut 100 Jahren. Nur der September, der ist scheinbar sehr, sehr schwierig. Warum, ist ungeklärt. Es gibt keine wirklich vernünftige Erklärung, warum das so ist. Jedenfalls gibt es natürlich eine Menge Aufreger jetzt im September. Wir haben dann diesen Debt Ceiling, der angehoben werden muss, die Schuldenobergrenze, ein neues Budget muss verabschiedet werden, und die Stimmung innerhalb der Republikaner ist ja nicht gerade sehr positiv. Viele setzen sich von Trump innerlich oder auch sozusagen verbal ab, und das wird natürlich die Umsetzung von Gesetzesvorhaben schwierig machen, vor allem Gesetzesvorhaben wie die Steuerthematik, die heute von Donald Trump nochmal angesprochen wird. Vielleicht warten die Märkte so ein bisschen auf das, was Trump sagt, aber es wird eh nichts Konkretes kommen. Interessant ist, dass bei dieser Rede an seiner Seite Stephen Miller stehen wird, ein ziemlich rechter Politiker, der im Umfeld der Trump-Administration agiert, oder einer der rechtesten Vertreter des Weißen Hauses derzeit, und nicht Gary Cohn, nicht Steve Mnuchin, also nicht die ehemaligen Goldman Sachs Banker, weil Donald Trump hier den Eindruck vermeiden will, offenkundig, dass er hier von der Wall Street mehr oder weniger dominiert wird. Mal sehen, ob diese Rede von Donald Trump dann in Missouri ein bisschen Spirit geben wird, den Märkten ein bisschen Volumen reinbringen wird. Aber wie gesagt, normalerweise nichts Konkretes zu erwarten. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Schauen wir uns mal die Charts an und gucken, was sich da tut. Der DAX, wenn ich das einleitend sagen darf, bevor wir uns den Kameraden hier mal anschauen, der profitiert eben nicht mal von der Euro-Schwäche, die sich ja gestern Abend schon abgezeichnet hat, dann immer intensiver wurde. Dann heute geht die ganze Story weiter. Zwischenzeitlich der Euro unter der 1,19er Marke. Gestern waren wir im Hoch noch bei 1,2070. Hilft aber alles dem DAX nicht. Er kriecht hier so vor sich hin. Wir sehen hier dieses Pendeln um die 12.000er Marke, meistens drüber, aber eben auch nicht wirklich ein Absetzen, nicht wirklich der Sprung hier in diese Zone 12.090, diese ehemalige Unterstützung, die gebrochen wurde, wo jetzt auch die Begrenzung des Aufwärtstrends verläuft, den wir gestern so herb gerissen hatten. Normalerweise wäre zu erwarten gewesen, dass der DAX mindestens als technische Reaktion da nochmal hinläuft, hat er nicht geschafft, nach meiner Auffassung kein Stärkezeichen. Kommt das morgen? Man weiß es nicht. Jedenfalls ist es irgendwie nicht wirklich
ein Beleg dafür, dass der DAX zwingend nach oben will. Schauen wir uns mal die Freunde in den USA an. Da haben wir den S&P 500, 2451. Ja, da sind wir am eher oberen Ende dieser Range der letzten Tage. Wir haben den Dow Jones bei 21.879 Punkten. Der Nasdaq heute der stärkste, 5.900. Der stärkste Index, die anderen waren meistens so leicht im Minus, sind jetzt leicht im Plus, der Nasdaq deutlicher im Plus. Wir haben hier, wie schon angesprochen, den Euro, der hier zweimal kurz unter die 1,19er Marke dippte. Aber wie gesagt, es hilft dem DAX nicht so wirklich. Da eins muss man natürlich auch sagen, der Euro, der sägte den Ast ab, auf dem er sitzt, wenn er stark ist, einfach deshalb, und das haben Daten heute aus Deutschland, die Verbraucherpreise gezeigt, je höher natürlich der Euro ist, umso günstiger sind die Importe in die Eurozone. Mithin ist das also inflationsdämpfend, und das ist genau das Problem, das die EZB hat. Wenn der Euro stark ist und dann die Exporte vielleicht ein bisschen leiden, ist das eigentlich nicht der Auftrag einer Notenbank. Aber wenn die Inflation gedämpft wird, weil eben die Importkosten deutlich sinken, dann ist das eben inflationsdämpfend und wiederum das Problem der EZB. Und genau das wird uns Mario Draghi wohl am 7. September bei der Sitzung, also Donnerstag in einer Woche, dann auch so erzählen. Daher ist wahrscheinlich jetzt erstmal auf der Oberseite kurzfristig, kurz bis mittelfristig, die Luft raus aus dem Euro. Auf der Oberseite ist eher nicht damit zu rechnen, dass wir neue Hochs machen. Zumal ja wirklich jetzt wir heute sehr starke Daten hatten aus den USA. Am Freitag die Non-Farm Payrolls werden dann die weitere Richtung weisen. Schauen wir uns den Dollar-Yen an, auch stark, 110,20. Da haben wir gestern diesen Rebound gesehen. Der Dollar-Yen war vielleicht der erste, der diesen Rebound hier gestartet hat. Die Aktienmärkte folgten dann. Wir haben Öl, das, wie die Amerikaner sagen, ziemlich choppy unterwegs ist, also ziemlich unsicher unterwegs ist. Man weiß nicht genau, soll man sich freuen über die heutigen US-Lagerbestände, die deutlich zurückgegangen sind. Über 5 Millionen Barrel war hier der Lagerrückgang. Aber Benzin-Lagerbestände leicht gestiegen, die Produktion leicht gesunken. In der Summe eigentlich würde ich meinen, tendenziell positiv, aber der Ölpreis ist derzeit eben sehr stark durch diese Houston- und Texas-Thematik betroffen. Schauen wir uns Gold an, hat ähnlich wie der Euro so ein bisschen vielleicht seinen Hochpunkt jetzt überschritten. Wir waren bei 1.326, jetzt bei 1.308. Die Euphorie ist sehr groß, alle Welt ist long im Gold, und das kann natürlich irgendwann dann auch mal nach hinten losgehen. Wir haben Silber stark, 17,44 $, war aber auch schon deutlich höher eben gestern, und wir haben, und das zeichnet sich ab, die Finanzwerte sind die Gewinner. Nachdem die US-Daten stark waren, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit wieder etwas höher geworden, dass die Fed die Zinsen anhebt oder insgesamt eine straffere Geldpolitik macht. Und genau das ist gut für die Banken, denn das erhöht die Margen. Goldman Sachs stark, JP Morgan stark, im DAX die Commerzbank stark. Also das ist vielleicht das Auffälligste, was man heute sagen kann. Wir haben gute Daten gesehen aus den USA, und die führen dazu, dass Finanzwerte sich am besten heute entwickeln. Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Wie gesagt, der September ist wahrscheinlich der Monat, in dem dann richtig Action sein wird. Heute wieder relativ geringes Volumen. Gestern war eine Ausnahme, heute relativ geringes Volumen. Wie schon im ganzen August eigentlich. Und der September, da wird es richtig hitzig und spritzig. So zumindest ist zu hoffen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend. Servus und ciao.